Ein neuer Versuch. Ich weiß nicht genau, was wir jetzt versuchen lassen. Vielleicht sollten wir nochmal den Social-Kram machen und diesen Wissenskram hier, Intellectual. Eigentlich war das ja ziemlich gut. Wir haben ja nur diesen Kampf am Ende verloren. Von daher werde ich einfach nochmal mit der Taktik gehen. Fangen wir einfach mal hier bei Expression an. Da haben wir gerade Plus drauf. Nennen wir mal uns und Dinge um uns herum hübsch zu dekorieren, wegmachen. Oder einfach mal mit Papa sprechen. Sie war eine Lumen. Ah, oh, das hatten wir ja noch gar nicht. Also, wir haben ja sie jetzt ins Gefängnis geworfen und jetzt... Papa, was ist wirklich mit Mama passiert? Sie war eine Lumen, eine Magiebenutzerin. Das bedeutet, sie hat unsere Domäne, hätte sie verteidigen müssen. Und sie hat auch darauf bestanden. Aber du musst das eigentlich nicht hören. Sie benutzte Magie. Es hat ihre Kraft erschöpft. Sie dachte, es war harmlos, aber es war nicht harmlos. Und ihr Herz, es hat einfach angehalten. Ich war sehr traurig. Deswegen möchte ich nicht, dass du damit was zu tun hast. Hm. Er macht sich Sorgen um uns. Ja, okay. Oh nein, oh Gott, das ganze Kram. Ich werde jetzt einfach mal grausam sein. Ich bestrafe sie, weil ich nicht ausweichen konnte. So, so bin ich. Oh mein Gott, jetzt wird sie ausgepeitscht. Oh, das war... Ah, reicht noch nicht ganz gut, History. Na gut, machen wir noch eine Stunde, ne? Ach, okay, jetzt ist hier wieder der Mann mit der Buchpresse. Ich hoffe, wir haben jetzt genug Punkte. Ich möchte Bücher drucken. Wie findest du das? Ja? Ja, das wäre eine total coole Sache. Ja, bitte. Ach, ja. Ich weiß nicht, ob es uns was bringt, aber... Wo ist der Kristall? An einem durch... Oh, ein neues Outfit. Ein historisches Outfit. Oh ja, oh, deine Mutter ist tot. Das tut mir leid. So, seine Schwester hat den Ärger mit Ixion gestartet. Und sie haben ihr Territorium als Rache annektiert. Aber wir wissen nicht viel über das Militär. Also versuchen wir es freundlich zu lösen. Oh ja, oh, das halt die Halskette. Oh, ich wusste nicht, dass es das ist. Also wird gleich der Repräsentant kommen und mit uns reden wollen. Ich weiß nicht genau, was wir da für Werte brauchten. Das habe ich mir nicht gemerkt. Hm, ja, ich bin so eine Zicke. Aha. Okay, Hellas und Marie sind Nachbarn von dem Reich. Ja. Sie hat... die Duchess von Hellas wollte Ixion erobern, aber ohne Unterstützung von ihrer Mutter. Wir würden wirklich gerne gute Nachbarn wieder sein. Aber ich möchte sie auch aus meinem Reich raushaben. Ich finde, wir könnten sie doch eigentlich bestrafen. Dann ist natürlich ihr Bruder gegen uns, aber was soll's. Ja, ach so. Ich muss auch mal ein bisschen vorlesen, dann nicht so faul. Es tut mir leid, dass ihr euch falsch behandelt fühlt. Eine unserer Bürgerinnen hat versucht, bei euch einzufallen. Das war natürlich nicht nett. Nein, nein. Nee, es war falsche Stimme, ne? Gut, aber sie hat das getan ohne unsere Zustimmung, also Majestät des Plurales. Wenn ihr eure Truppen zurückzieht, werden wir sie bestrafen. Euer Majestät! Das ist eine faire Lösung. Ihr hattet kein Recht, einfach Ixion anzugreifen. Was meint ihr damit? Ihr werdet sie bestrafen. Ich werde ihr alle Rechte nehmen. Sie wird alle ihre Titel verlieren und als normale Bürgerliche im Pöbel leben müssen. Jawohl. Euer Hoheit, ich muss protestieren. Niemand wird erlaubt, hier einfach anderen Länder Leute zu stehlen. Nicht Hellas und nicht Ixion. Niemand. So, Ende aus. Stampf. Gut, wir akzeptieren das.
Das ist unglaublich! Raus hier! So. Jetzt aber. Also außerhalb des Schlosses bist du nicht so gut beschützt. Überleg dir, ob du wirklich zum Fest willst. Außerdem sind die Fabrik für die Bücher, die ist jetzt fertig. Und sie können jetzt ein paar Sachen drucken. Als ihr königlicher Sponsor kannst du entscheiden, was sie zuerst drucken sollen. Ja. Unsere Mutter praisen oder Religious Doctrine? Ja, unsere Mutter ist natürlich ziemlich cool. Ich weiß nicht, was strategisch besser ist. Religiös zu sein ist natürlich auch immer eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob das so gut kommt. Einerseits kann das natürlich gut aussehen, so von wegen die königliche Linie ist ganz toll, aber ich glaube, Religion ist Opium fürs Volk, werden es tun. Okay. Oh ja, Brioni, sie ist ganz einsam auf sich. Gut. Okay, was willst du, Papa? Oh ja, jetzt kommt der Angriff von Shania. Ah, wir haben leider ja nicht viel Nebel. Ich hoffe, das ist trotzdem ausreichend. Ja, wir natürlich rekrutieren wir Soldaten. Wir haben ja schließlich Geld. Ich würde gern... Wir haben nicht so viel Nebel, aber vielleicht haben wir ja noch die Möglichkeit, das zu machen. Gefahr auf hoher See. Die Schiffe fahren immer näher aneinander. Ja, du nimmst deine Position ein. Leider kannst du überhaupt nicht klettern. Die Shania haben die Hälfte mehr Truppen als ich. Es sieht nicht gut aus. Weil ich keine Magie habe? Oh nein. Aber ich, ja, Entschuldigung. Also meine Schiffe sinken, weil ich keine Magie habe. Aber meine Strategie ist so gut, dass ich merke, wann es zu spät ist und ich kann mich noch zurückziehen, bevor meine ganzen Schiffe zerstört werden. Ich rette damit Leben, aber Novan ist jetzt nicht mehr geschützt. Viele gute Soldaten wurden heute verloren. Und die Shania werden weiter in die Stadt reingehen. In mein Land einfallen. Oh, 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 oh. Die Invasion von Nova geht immer weiter. Die Soldaten marschieren durch die Dörfer und alle haben Angst. Und oh nein, was ist los? Aber oh, wer kommt da? Jemand, ein Repräsentant? Und er sagt, er ist der König. Obwohl ich mich total auskenne bei Foreign Intelligence, reicht mein Wissen trotzdem nicht. Ja. Okay, er macht mich quasi mit Worten fertig, aber ich bleibe ruhig. Okay, ja, oh ja, ich würde mit dir einen Wettkampf machen. Was für ein Wettkampf? Ein Lumen-Wettkampf. Ja, aber ich bin kein Lumen. Ah ja, ich bin nicht vorbereitet. Ja, hol doch deinen Kristall. Ja, aber es bringt mir auch nichts. Ja, aber das muss so sein. Du musst doch deine Leute retten, oder? Ich möchte einen Lumen bekämpfen. Wenn du ablehnst, wird der Kampf weitergehen. Ja. Aber wenn ich werde mich zurückziehen. Ja, was bringt doch alles nichts? Ich habe doch keinen Lumen. What choice do I have? Ich biete ihm an, ob er mich nicht heiraten will. Was ist, wenn du mich heiratest? Bisse, das Land interessiert mich nicht. Ich will deinen Kristall. Ich habe schon eine Frau. Eine Frau. Nicht so wie du, kleines Mädchen. Wir können keinen Magiekampf gewinnen. Selbst wenn wir jetzt spontan den Kristall kriegen. Ich lehne mal ab. Vielleicht haben wir doch noch militärische Chance. Und er geht. Oh, ich bin auch so gestorben jetzt. Okay, dahin geschlachtet. Ja, das hat's nicht gebracht. So, ich habe jetzt nochmal den Safe Game vor der Seeschlacht geladen. Können wir mal gucken, was jetzt passiert. So.
So, da ist er. Aber ich bin kein Lumen. Was soll ich machen? Ja, ich bin kein Lumen. Was soll ich tun? Ja, okay. Heiraten wirst du mich nicht. Ich akzeptiere einfach mal. Wer weiß, vielleicht... Oh. Nein! Nicht mein kleines Mädchen! Du willst den Lumen-Ruler von Nova töten? Oh. Dein Vater greift in seine Tasche und holt den Kristall heraus und platziert ihn über seinem Herzen. Illuminate! Oh, opfert sich jetzt unser Vater für uns. Dein Haar steht dir zu Berge, als ein Schauer von blauen Funken über deinen Vater kriecht. Und dann, als es vorbei ist, ist der Kristall in seinen Körper eingegangen. Oh. Bekämpfe mich, lass sie allein. Na nun, das ist nicht, was ich erwartet habe, aber was soll's, ich werde nur den Kristall. Vater! Sei ruhig, Elodie, du bist noch nicht die Königin. Oh, ist das traurig! Du bist gezwungen, sitzen zu bleiben und zu sehen, als die beiden die Details des Duells vereinbaren. Sie gehen in einen sehr sorgfältig gezogenen Ritualkreis. Das ist so traurig. Dein Vater kreuzt seine Arme und ein grauer Nebel umringt ihn und versperrt deine Sicht auf ihn. Der König von Chania beschwört leuchtende Schmetterlinge und diese blasen den Nebel auseinander. Invader! Entschuldigung. Der Eindringling klatscht in die Hände und beginnt einen Gesang. Feuriges rotes Licht sammelt sich an seinen Fingerspitzen und fließt zusammen in Richtung deines Vaters. Es kommt ein blauer Strahl, der diese infernalische Energie in die Richtung von Togami zurückschleudert. Du wusstest, was der Ausgang sein würde. Du wusstest es die ganze Zeit. Togami ist ein trainierter Lumen. Und dein Vater war dein Vater. Plus 10 Deep Breaths! Der blaue Kristall ist wieder dort. Er liegt neben dem Körper deines Vaters. Aber die blaue Farbe ist verschwunden und wird durch ein Rot ersetzt. Der lächelnde König von Chania nimmt den Kristall vom Boden auf und steckt ihn in seine Ruhe. Wie passend. Ich habe das Leben deiner Mutter beendet und dann das deines Vaters. Was? You what? Was hast du getan? Du dachtest doch nicht, ihr Tod war ein Unfall, oder? Es war genaue Planung. Und nun ist die Kraft von Nova mein. Und du darfst sogar leben. Er hält dir seine Hand entgegen und seine elegante Robe umspielt ihn. Nun knie nieder und küss meine Hand. Niemals, nicht in 1000 Jahren. Mit einem Schrei schmeißt du dich auf ihn, bist darauf vorbereitet, im Kampf zu sterben. Natürlich braucht es nur eine Berührung mit seiner Magie. Das ist so traurig. Und er hat unsere Mutter auch noch auf dem Gewissen. Oh, warte. Ich werde dich so kriegen. Ich werde die Mega-Lumen und ich werde dir so in den Hintern treten. Das ist ja wohl unglaublich. Wir werden diesen Typen sowas von töten. Beim nächsten Mal.